Hallo Wanderfreunde, heute bin ich im wunderschönen Weserbergland unterwegs. Meine körperliche Fitness hat in den letzten Jahren ziemlich gelitten. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mich wieder in Bestform bringe, dann bleibt doch dabei und begleitet mich auf meiner Tour. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, heute bin ich im Weserbergland unterwegs. Genauer gesagt bin ich im Sintel und ich möchte heute zu den sogenannten Hohensteinklippen. Das sind 50 Meter hohe Felsklippen und wenn man dort oben steht, dann hat man einen ganz tollen Blick auf das Wesertal. Ja, ich hoffe mal, dass der Blick schön und weit sein wird. Momentan ist es noch sehr diesig, aber laut Wetterbericht soll sich ja, der ganze Nebel halt noch verziehen. Und wir werden bestimmt von da oben einen ganz tollen Blick, wie schon gesagt, auf das Wesertal haben. Ja, gestartet bin ich gerade am Wanderparkplatz und mein Weg, der führt mich jetzt durch das sogenannte Blutbachtal. Später werde ich dann auf einen Forstweg treffen, also auf einen Schotterweg. Der führt dann quasi in Windungen hoch bis zu den Klippen. Allerdings gibt es noch einen direkteren Weg, einen schmalen Pfad. Der ist dann dementsprechend auch ein bisschen steiler, den werde ich gehen. Und in diesem Pfad sind ganz viele kleine Treppenstufen eingearbeitet. Ja? Also endlos viele Stufen und der Weg ist halt sehr steil, es wird noch spannend. Ich war hier schon mal vor ein paar Jahren, also ich kann mich daran erinnern, dass das ja, sehr steil sein wird. Aber wir lassen uns mal überraschen. Und entlang des Weges führt der sogenannte Blutbach. Schaut euch das mal an. Hier haben wir einen fast toten Baum. An ein paar Ästen hängen noch Blätter dran. Sieht halt sehr abgestorben aus alles. Aber was viel interessanter ist, dass der Stamm ja, mit diesen tollen, imposanten Pilzen bewachsen ist und der Stamm auch komplett mit Moos überwachsen ist. Klasse, oder? Wir sind hier übrigens auch auf einem Teilstück des Weserberglandweges unterwegs. Ja, meine Fitness hat leider sehr gelitten. Das war ein schleichender Prozess, der sich über mehrere Jahre hingezogen hat. Mittlerweile bin ich bei einer Körpergröße von 1,85 Meter bei 99 Kilo angelangt. Und ja, für mich ist jetzt Zeit, dass sich etwas ändert. Ja, wie bin ich jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass ich etwas ändern möchte? Ganz einfach. Auf meinen letzten Touren habe ich festgestellt, dass meine Kondition einfach nicht mehr so gut ist wie vor ein paar Jahren. Ja, wie gesagt, das Ganze war ein schleichender Prozess. Aber ich war neulich unter anderem im Berchtesgadener Land unterwegs, habe da meinen Wanderurlaub vollzogen. Und vielleicht habt ihr das Ganze ja auch in meinen Videos schon gesehen. Und ich musste dort feststellen, dass ich auf den Touren, die ich dort gemacht habe, das waren jetzt halt keine, ja, sage ich mal in Anführungsstrichen, flachen Touren, sondern halt schon Bergtouren, ja, dass ich da kaum Luft bekommen habe und ziemlich kurzatmig war. Und das Problem für mich hat darin bestanden, dass ich halt dadurch halt auch nicht sehr trittsicher war. Und ja, ich möchte in Zukunft immer mal wieder solche Touren machen können und deswegen finde ich, muss ich jetzt deutlich was an meiner Kondition verändern, um halt wieder diese Sicherheit zu bekommen und sich einfach auch ja, viel wohler auf diesen Touren zu finden.
Hinzu kam halt auch noch, dass ich mich ein paar Monate vorher schon auf diesen Wanderurlaub habe vorbereiten müssen. Also ich habe für mich gesagt, okay, wenn du dort annähernd etwas reißen willst an Touren, dann fang noch mal 3-4 Monate vorher an und bereite dich mal halt vor. Und das ist halt nicht zielführend. Ich finde, oder ich möchte jetzt persönlich das ganze Jahr über eine gute Fitness haben, ja? Dass man sagt, okay, wenn man in die Berge fährt, man bereitet sich halt vorher vor, aber nicht, dass man versucht, 3, 4, 5 Monate vorher abzunehmen, mehr Sport zu machen, das halt auszugleichen, was man den ganzen Winter nicht übergemacht hat. Das möchte ich nicht mehr. Immer noch im Blutbachtal unterwegs, auf der Forststraße, und ich müsste mich aber langsam der sogenannten Baxmann-Baude nähern. Also versteht mich nicht falsch, was ich vorhin gesagt habe. Ich möchte diese in Anführungsstrichen flachen Touren nicht als Mittel zum Zweck nutzen, um mich auf die Bergtouren vorzubereiten. Aber wie schon gesagt, also bei mir ist es so, dass ich in geräumen Abständen halt immer mal wieder in den Bergen unterwegs bin und dort halt fit sein möchte. Aber sage ich mal, in Mittelgebirgen unterwegs zu sein oder auch durch Wälder wandern, Hauptsache in der Natur draußen sein, das ist doch das Schöne daran. Also ich möchte durchaus die Natur genießen, in jeder Konstellation. So, schaut mal, was ich eben gerade gesagt habe. Wir nähern uns der Baxmann-Baude. Hier wird der Weg uns weiterführen. Jetzt bin ich noch mal ein ganz kurzes Stück nach links abgebogen und ich wollte euch mal diese Baxmann-Baude zeigen. Ja, was in den Alpen die Hütten sind, sind hier im norddeutschen Raum die sogenannten Bauden. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Das Kuriose ist, oder das Witzige ist, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich diese Tour, die ich heute gehe, schon öfters mal gegangen bin in der Vergangenheit. Das letzte Mal war allerdings vor ein paar Jahren. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, hat diese Baude geschlossen. Also es kann natürlich sein, dass sie dauerhaft geschlossen ist, gar nicht mehr aufmacht. Ich weiß es nicht genau, aber ja, schon witzig. Schaut mal, auch interessant, oder? In unseren Gefilden wird er nur ansatzweise so groß wie in seinem natürlichen Habitat. Und nochmal die Gesamtansicht des Lebensbaumes. Boah, aber 15 Meter wird er auch schon haben. Alles klar, nochmal ein kleiner Schwenk, Baxmann-Baude. Und nun gehen wir aber auf unseren Weg, der uns hoch zu den Klippen führt. Ja, hier nochmal eine Sage zu dem Namensgeber der Baxmann-Baude. Auch ganz interessant, dass er in den Sünde verbannt wurde und eine Quelle leer schöpfen sollte, was ihnen aber nicht gelang. Naja, ihr könnt es ja selber lesen. Ich hoffe, man kann das überhaupt lesen. Ja, und das ist nun der Weg, der sich hier quasi hochschlängelt, hochwindet zu den Hohensteinklippen, was ich ja vorhin erzählt hatte, der breite Weg. Aber ich werde nun diesen schmalen Weg gehen, diesen schmalen Pfad. Der kürzt das Ganze halt etwas ab, ist aber dementsprechend auch steiler. Und ihr werdet es gleich sehen. Ich werde zahllose Stufen überwinden müssen.
Ja, und eben noch annähernd eben durch das Blutbachtal gewandert, ändert sich die Wegbeschaffenheit. Der Weg wird steil. Ihr hört es an meiner Atmung. Aber die Stufen lassen noch auf sich warten. Ja, wir werden sie gleich sehen. Ja, hier die ersten Stufen zu sehen. Und wie man sieht, erreichen wir nun wieder den eben gerade noch erwähnten Breitenweg. Ja, wir überqueren den Weg und gehen den Steig weiter geradeaus. Es hört nicht auf, Stufe um Stufe den Berg hinauf. Ja, was möchte ich denn genau erreichen mit meinem Vorhaben? Ich möchte halt auch in Anführungsstrichen weitere Strecken wandern können, also für mich halt weitere Strecken. Das heißt, ich möchte auch mal 20 bis 30 Kilometer weit wandern können, ohne dass mir ja die Knie wehtun oder die Fußgelenke wehtun. Und das will ich halt dadurch erreichen, dass ich ja mein Gewicht stark reduziere. Ich hatte es ja eingangs schon mal erzählt. Ich bin jetzt bei mittlerweile 99 Kilo angelangt. Und grob möchte ich schon sagen, dass ich ja 10 bis 15 Kilo auf jeden Fall verlieren möchte. So, ich bin gerade wieder an dem Hauptweg angelangt. Wir überqueren diesen Hauptweg und gehen ja die Stufen weiter hoch zu den Hohensteinklippen. Aber ich bleibe jetzt hier mal kurz stehen, um mit euch weiter reden zu können, sonst bin ich zu doll aus der Puste. Ja, wie gesagt, Gewicht reduzieren, 10 bis 15 Kilo, aber auf jeden Fall würde ich gerne unter die 90 Kilo Marke kommen. Das ist erstmal so mein Hauptziel. So, weiter geht's. Und da haben wir auch schon wieder die Stufen. Die zahllosen Stufen. Ja, ich meine in Erinnerung zu haben, dass das jetzt das letzte Mal ist, dass wir auf den Hauptweg treffen, der sich ja nun auch hier hochschlängelt. Ich bin der Meinung, wir werden den Weg jetzt ein kleines Stück folgen, um dann rechts nochmal abzuzweigen über die Stufen bis hoch zu den Klippen. Ja, und dann sollten wir hoffentlich da oben eine wundervolle Aussicht auf das Wesertal genießen können. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ist doch ein recht kleines Stück, was ich hier auf dem breiten Weg wieder lang gehe. Aber wie gesagt, gleich müsste es rechts abzweigen. Und hier tun sich tatsächlich schon die ersten Feldklippen auf. Jawohl, so, nun zweigt der Weg wieder rechts ab und wir gehen wieder über die Stufen nach oben zu den Klippen. Wir müssten uns auf der Zielgeraden befinden. Hier haben wir gerade so einen Wegweiser. Ja, Hohenstein, 400 Meter. Hui, anstrengend. Leute, wir haben es fast geschafft. Der Horizont ist zu sehen. Jawohl, das Gipfelplateau des Hohensteins. Sehr schön. Leute, ich bin euch noch weitere Informationen über mein Vorhaben, worum mir hauptsächlich dieses Video geht, schuldig. Wir werden jetzt erstmal versuchen, die Aussicht zu genießen
und ihr bekommt noch weitere Infos, versprochen. Jawohl. Willkommen an den Hohensteinklippen. Ja, allerdings leider keine gute Sicht, keine Sicht in das Wesertal. Ja, egal, wir machen das Beste draus. Ja, hier sieht man nochmal das Weserbergland in Form einer Karte auf diesen riesigen Steintisch eingearbeitet. Ist das nicht klasse, Leute? Diese Felsen in dem Kontrast mit dem Grün der Pflanzen. Ich liebe das ja. Im Übrigen sind diese Hohensteinfelsen auch ein ausgewiesenes Klettergebiet. Kann man das erkennen? Dort in der Mitte des Felsens, oben auf dem Plateau, da ist ein Bohrhaken eingebohrt, ja, wo man sich quasi als Kletterer dran sichern kann. Ja, schon imposant, dass es Leute gibt, die diese 40 Meter oder 50 Meter hohen Klippen hinaufklettern. Ja Leute, dann kommen wir mal zu meiner Methode, wie ich das Ganze erreichen möchte. Also vom Grundsatz her eigentlich ganz simpel. Ich werde das tun, worin ich ja gut sein möchte. Das heißt, ich werde einfach wandern gehen und mich versuchen, konditionell zu verbessern. Darüber hinaus werde ich natürlich auch versuchen, im Alltag einfach mal öfters rauszugehen, ja, und das Auto stehen zu lassen. Und ich werde auch probieren, unterstützend meine Ernährung ein klein wenig anzupassen. Ich kann mich noch von damals daran erinnern, dass hier so ein kleiner Weg zwischen die Felsspalten geht und ja, man da hineingehen kann und dann später sozusagen an der Wand oder in der Steilwand steht. Das schauen wir uns doch mal an, oder? Wow! Schaut mal. Wir stehen einfach zwischen diesen riesen Felsblöcken in der Wand. Ich werde versuchen, noch mal ein kleines Stück nach vorne zu gehen. Ja, hier ist jetzt wortwörtlich erstmal Ende im Gelände. Es wäre natürlich ganz interessant, nochmal da vorne auf diesem Wiesenstück zu stehen. Aber ja, hier kommt man nur unter großer Anstrengung runter. Und ohne sich zu sichern bzw. Kletterkönnen zu haben, Kletterfähigkeiten, ist das kaum zu schaffen. Aber ich sehe gerade, auch das ist eine Kletterroute. Hier haben wir wieder so ein Bohrhaken bzw. so eine Ringhülse. Ja, und hier das Ganze nochmal. So wurde das halt früher gemacht. Ich meine, diese Art von Haken nennt sich Schlaghaken. Die wurden hier einfach ja, mit einem Hammer reingeschlagen in den Felsspalt. Und diese Art von Haken sind halt richtig einbetoniert bzw. eingeklebt. Dann verlassen wir mal wieder diesen engen Spalt. Aber sehr imposant und interessant. Hier muss man natürlich auch sehr trittsicher sein.
nehmt euch da kein Beispiel dran. Solltet ihr mal so eine Tour dokumentieren, wenn ihr filmt, dann bleibt am besten stehen und geht nicht dabei, beziehungsweise nicht in so einem Gelände. Ja Leute, und jetzt habe ich noch mal eine kleine Info, die mir sehr am Herzen liegt tatsächlich. Und zwar, wenn ihr von euch jetzt sagt, ihr fühlt euch ein klein wenig durch dieses Video angesprochen, vielleicht seid ihr stark übergewichtig, vielleicht seid ihr adipös, ihr seid leicht übergewichtig oder ihr möchtet einfach nur abnehmen, um eure Fitness zu verbessern. Es ist ganz egal, ob ihr totaler Anfänger seid oder ja schon eine gewisse Vorkenntnis habt. Im Grunde kann jeder was erreichen, auch einfach nur mit Wandern. Ich sagte ja vorhin, dass ich ja andere Prinzipien noch dazu nehmen werde. Das muss nicht sein. Also geht einfach raus, wandert, bewegt euch. Ja? Man muss nicht solche Touren machen, wie ich sie mache. Jeder kann auf seine Art und Weise damit anfangen, ja? Also quasi berücksichtigend auf seinen dementsprechenden Trainingsumfang beziehungsweise seine Ausgangslage. Je nachdem, was ihr für eine Ausgangslage habt, könnt ihr halt euren Trainingsumfang und eure Art der Tour individuell anpassen und euch ja halt einfach Stück für Stück steigern. Fangt einfach mal an, wenn ihr totale Anfänger seid. Geht raus, zieht euch Schuhe an. Es müssen auch keine speziellen Wanderschuhe sein. Ja, wenn ihr einfach geradeaus durch die Feldmark geht, dann tun es auch einfache Sportschuhe, gar kein Problem. Was mir auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass ich diese Touren hier, die ich dokumentiere, dass ihr die quasi nicht quasi eins zu eins kopieren müsst. Ja? Fangt für euch einfach selber an, was ihr euch zutraut zu machen, wenn es, wie schon erwähnt, gerade durch die Feldmark ist oder mit leichter Steigung durch ein kleines Mittelgebirge. Das ist jedem selbst überlassen. Ich möchte vielmehr in Gesamtheit für euch ja eine Motivation sein, ja, auch etwas zu verbessern. Ich habe mir vorgenommen, ich werde meine Ausdauer, meine Fitness verbessern und vielleicht bin ich ja eine Motivation für euch, etwas zu verändern. Leute, schaut mal, der Nebel lichtet sich langsam und gibt den Blick auf das Tal frei. Ja, meine Lieben, das war's auch schon fast wieder. Ich würde einfach gerne nochmal von euch wissen, was ihr über dieses Thema, worüber ich gerade gesprochen habe, so denkt. Befindet ihr euch vielleicht in einer ähnlichen Situation wie ich? Oder findet ihr das Thema an sich einfach nur interessant? Würden euch vielleicht auch weitere Videos gefallen, wo ich meine Erfolge und meine Rückschläge mit euch teile? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Ja? Für mich ist das Video jetzt hier auch beendet. Ich werde ja den gleichen Weg quasi gemütlich wieder hinuntergehen zum Wanderparkplatz. Wanderparkplatz, immer diese Versprecher. Meine Uhr meldet sich auch immer zwischendurch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, liebe Wanderfreunde!